Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Mondopia-Server. Und ja, wir spielen heute wieder eine Runde auf Mondopia und danach eine Runde auf dem Hive-Server. Auf Mondopia ist es auch in letzter Zeit so, dass hier echt viel zu wenig Leute und sind. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es waren früher hier viel mehr drauf. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ja, liegt wahrscheinlich daran, dass der Server halt auf die 1.8 umgestiegen sind und das nicht so vielen Leuten gefällt. Kann man aber auch verstehen. Aber auf jeden Fall spielen wir danach noch eine schöne Runde auf dem Hive-Server. Mal gucken. Wenn die Runde hier zu schnell geht, spielen wir vielleicht noch, auch noch eine zweite Runde. Muss ich mal gucken. So, wir haben natürlich wieder ein Stärke-Kit. Manche fragen mich immer, warum ich meine Rüstung so komisch anziehe. Also erst hier unten in die Hotbar ziehen. So, das liegt halt daran, weil ich diese Fähigkeit habe, Enchanter. Und wenn ich Rechtsklick draufdrücke, kann ich es halt automatisch enchanten. Deswegen habe ich das, okay. Kann man da eine Enderperle gut werfen? Ich hoffe es mal. Ja. Nice, haben wir ihn bekommen. Okay, einen Regenerationstrank hätten wir eigentlich vorher schon trinken können. Das war ein bisschen riskant, was sie eben gemacht haben, aber wir haben es ja überlebt, also kein Problem. Locker, okay. So, dann gehen wir jetzt auch noch in die Mitte, nachdem wir den Speedtrank getrunken haben. 3 Enderperlen, das heißt, wir könnten eigentlich noch weiter Leute töten. Das ist die Frage, ich werde nicht runterfallen, aber den, denke ich, dürften wir auch noch so bekommen. So eine interessante Map, hier habe ich, glaube ich, erst einmal oder so gespielt drauf. Okay, die Leute sind gerade alle ein bisschen lamsam, muss ich sagen. Ja, wenn ihr auch auf dem Server spielen wollt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch hier mal sehen würde. Die Server-IP ist mc.mondopia.de. Wir holen uns jetzt erstmal den in der Mitte. Nice, haben wir ihn auch noch. Server-IP ist mc.mondopia.de. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Der Server ist halt momentan leider nur 1.8, also wir müssen eine 1.8-Version benutzen. Ist nicht ganz so schön, aber egal, kann man trotzdem drauf spielen. Es gibt halt echt coole Maps. Den schubsen wir mal kurz runter. Weil wir wollen echt viele Kills machen. Na gut, das zählt nicht als Kill, wenn man den runterschubst, also in den Stats zum Beispiel nicht, was eigentlich auch cool ist. Deswegen schubsen wir nicht so viele Leute runter halt, aber eben, ja gut, weiß ich auch nicht, die Leute haben gecampt sozusagen, da schubst man sie mal runter. Camper müssen dafür bestraft werden. Der war die ganze Zeit nur auf seiner Insel, also hat er den Tod sicherlich verdient. Okay, gucken wir mal, dass wir da rüberkommen. Hab ich daneben geworfen oder leckt's? Ich glaube, ich habe daneben geworfen. Egal, dann gehen wir lieber auf die sichere Weise und bauen uns. Ich finde auch den Himmel ganz schön mit dem. Wir spielen nämlich mit dem Zigzag-Pack V3. Ich denke, das wissen die meisten auch schon, die sich damit auskennen. Okay, wir haben gerade nicht die allerhärtesten Gegner. Nehme ich gerade auf. Ich habe gerade gefragt, ob ich aufnehme, weil manchmal, wenn ich mein Mikrofon wieder anschließe, ist dann so ein Fehler, dass ich nicht aufnehme. Aber ich glaube, ich nehme gerade auf. Dürfte eigentlich klappen alles. Okay, jetzt haben wir noch einen Gegner. Wir haben echt fette Kills gemacht. Wir haben 150 Punkte gemacht. Na gut, ich glaube, momentan gibt es gerade mal 3 Punkte oder so. So ein Event halt, dass es mehr Punkte gibt. Mit Punkten kann man sich halt farbige Namen und sowas kaufen. Ja, oder sieht halt einfach cool aus, wenn vom Namen zum Beispiel viele Punkte stehen oder so. Okay, der Kollege. Ich glaube, der will mich runterschubsen. Sollen wir den einmal abschießen? Da bringt es auch nichts, aber... Ja, wir bauen uns jetzt einfach mal hin und töten ihn dann ganz in Ruhe. Ich trinke nochmal einen zweiten Stärketrank, weil mein anderer gleich alle ist. Okay, wir dürfen nur nicht von ihm runtergeschubst werden, aber sowas dürfte auch nicht passieren. Da passe ich schon ein bisschen auf. Jetzt können wir mal einen Schuss reinmachen. Gut, ich dachte schon, ich habe ihn aus Versehen. Oh, der angelt. Wenn er jetzt wirklich weiter angelt, dann werde ich ihn so potspammen. Ich hoffe, er angelt jetzt nicht eine Stunde rum. Die Map ist halt nicht so praktisch, finde ich, zum Kämpfen halt. Weil es halt, ich könnte die Port drauf werfen, weil da würde er runterfallen. Deswegen gehe ich so rauf. Ich halt, weil die halt ziemlich klein ist und guck, ich kann... Gut, damit haben wir gewonnen. GG. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde auf dem Hive-Server wieder. So Leute, da sind wir jetzt auch schon in der Runde Skywars hier auf dem Hive-Server. Yo, mal gucken, was wir hier reißen können. Hier ist es halt so, wenn man Erze abbaut, daraus kriegt man immer bestimmte Sachen. Zum Beispiel aus denen kriegt man meistens was Schlechtes, finde ich. Und hier raus kriegt man, also man kriegt die über bestimmte Sachen raus. Werdet ihr jetzt ja selbst sehen. Aus Dia-Blöcken kriegt man zum Beispiel mal so Dia-Rüstung oder zum Beispiel eine Dia-Spitzhacke oder so. Oder wer eben ein Dia. Okay, wenn man das abbaut, kriegt man zum Beispiel ein Herz dazu oder verliert ein Herz. Wir haben 11 Herzen. Mal gucken, was wir das abbauen. Oh, Herz verloren, jetzt haben wir nur 10. Da muss halt ein bisschen aufpassen, das ist manchmal ein bisschen Glück. Okay, so nice, wir haben gute Sachen bekommen. Ich würde auch sagen, dass wir nicht hier stundenlang die ganzen Erze abbauen. Komm schon. Ja, 11 Herzen, nice. Sondern eher jetzt kämpfen gehen, Leute. Ich denke, das gefällt euch auch. Okay, da kommt man nicht so gut ran. Ja, bauen wir uns schnell eine Werkbank und holen uns ein Diaschwert. Und dann würde ich sagen, geht's auch sofort in den Angriff. Gucken wir mal, was wir reißen können. Okay, einen Bogen können wir jetzt auch noch craften. Ich denke, das bringt's hier. Auf dem Hive-Server ist es halt auch so, dass man total viel Pfeile und so bekommt.
Was ich eigentlich nicht so gut finde, weil es halt ein bisschen OP ist, wenn man so viele Pfeile hat. Aber muss ja jeder Server selber wissen, wie er das macht. Okay, wir hätten eigentlich noch viel mehr Erze farmen können. Aber wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt lieber eine killreiche Runde hinlegen und schnell zum nächsten rüber. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Haben wir eine Axt? Ja, haben wir sogar mit Effizienz. Sehr schön, Leute. Hier auf Hive ist es ja meistens so, wie in der letzten Folge war es schon so. Habe ich schon Speed in die Folge reingehauen, weil sie zu lang ging. Dass die Runden hier relativ lang manchmal gehen. Meine letzte Runde, wo ich auf Hive jetzt aufgenommen habe, die ging halt irgendwie 14 Minuten. Na gut, das war auch, glaube ich, ein Sonderfall, dass sie so lang ging. Ich hoffe, dass die ein bisschen kürzer geht, aber trotzdem cool ist. Gucken wir mal, 10 Spieler leben noch. Ja, Leute. Okay. Der baut zum Beispiel einen Redstone-Block nicht ab, weil es halt Zufall ist. Man kann halt auch Herzen verlieren oder Herzen bekommen. Das ist manchmal ein bisschen riskant. So, da haben wir den. Ja, das ziehen wir uns erstmal an. Gucken wir mal, einen Helm können wir auch gebrauchen. Eine Eisenhacke, ja. Okay, weiter geht's natürlich. Da hinten brennt's. Ich weiß nicht, ob dem kalt war oder was der für Probleme hatte. Ah, das ist noch eine Kiste, die habe ich gar nicht bei mir gelootet. Ich weiß gar nicht, ob die Person, die hier gelootet hat, können wir mal kurz reinschauen. Ist auch nicht so gut gewesen. Ich würde sagen, wir gehen zur Mitte, Leute, oder? In der Mitte ist es immer cool, da können wir gerne hingehen. Okay, gucken wir mal, ob wir hier was bekommen. Egal, die Hose hatten wir eh schon. Ist der in eine Enderperle geflogen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall will ich jetzt schnell weitergehen. Ich will jetzt auch nicht 100 Stunden so eine Blöcke bauen, obwohl den will ich auch noch abbauen. Da kam ein Creeper raus. Okay. Wir bauen uns lieber keine Blöcke ab, das ist nur riskant am Ende, okay. Wenn wir die runterschießen auf Hive, ist es ja auch so, auf Mondo ist es halt so, dass man keine Kills bekommt, wenn man Leute runterschubst. Aber hier schon, das heißt, wir können gut Leute runterschubsen oder abschießen. Okay, ich denke nicht, dass der sich nochmal raustrauen wird erstmal. Wenn nicht, ist es ziemlich gewagt von ihm. Komm schon, Leute. Wir bauen uns schnell in die Mitte. Das sehen wir noch gute Spielerzahlen. Also können wir auf jeden Fall noch was töten. Okay, ist so ein 8-Zeug, dass man da rumspringen kann. Sehr gut, haben wir ihn erschossen. Okay, jemand schießt auch auf mich. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wir können hier rumhopsen. Das macht Spaß. Ich kann hier drauf irgendwie nicht so gut schießen. Wer schießt auf mich? Der Kollege da hinten. Er scheint auch ziemlich viele Pfeile zu haben, aber runterschießen, das schafft er eh nicht. Dafür hat er nicht genug Skill. Das schafft er nicht, Leute. Wir bauen uns hier einfach locker rüber. Keine Angst vor dem. Wir können ihn mal runterschießen. Komm, bau ihm. Ah, ich glaube, das war relativ knapp. Ich bin noch nicht wirklich eingespielt, aber ja, die Ausrede immer. Aber ist ja auch egal. Okay, ich hoffe, dass der Kollege mich halt nicht abschießt. Ich habe auch kein Wasser, um irgendwie was safe zu machen. Okay, der sieht eh nicht nach dem größten Gegner aus. Okay, da hinten schießt jemand auf mich. Ich bin gerade echt nicht gut mit dem Bogen. Muss ich klar sagen. Sorry dafür, Leute. Kollege da hinten. Ich gehe mal kurz hier rüber. Oh, die Pfeile sind... Doch, hier sind noch kurz Pfeile. Ja, dann gehe ich jetzt in die Mitte auf jeden Fall. Oh, Junge, geh! So, da haben wir ihn. Die Mystery Chest ist, glaube ich, geschlossen. Da unten können wir gleich enchanten. Leute, da kommt jemand. Okay. Wie die Leute alle in die Lava reinrennen hier. Okay. Eisenschuhe haben wir eh. Dia. Wollen wir uns Dia-Schuhe machen, Leute? Ich denke schon, dass wir uns das machen können. Das heißt, ach, das heißt, wir brauchen noch Lapis zum... Okay, den Helm hätte ich nicht wegwerfen sollen, aber hier ist eh ein anderer Helm. Ja. Sieht doch eigentlich ganz schön aus, finde ich. Bin zufrieden. Ich glaube, wir enchanten uns auf jeden Fall. Ist die Sache, ob ich mir den Bogen enchante. Ich enchante mir lieber den Bogen, ehrlich gesagt. Muss man das Enchant-System hier verstehen? Ich glaube nicht. So, ach man, ich will jetzt noch nicht stundenlang irgendwelche Level farmen oder so. Wir brauchen halt noch ein Level, sonst können wir nicht enchanten. Ist mir eigentlich relativ egal, ich will jetzt lieber Leute töten. Ach Mann. Ist die Sache, soll ich noch diese Blöcke abbauen? Jetzt haben wir 12 Herzen. Ich glaube, 12 Herzen reichen mir erstmal noch mehr Zeug. Und auch einmal riskieren. 11 Herzen. Ach, ich will wieder 12 haben. 12. Soll ich noch? Ja, ich riskiere es lieber nicht. Noch mehr Dias. Okay, da können wir uns noch ein Dia-Schuhe machen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auch auf jeden Fall gleich in den Kampf über gegen den nächsten. Natürlich wäre es schön, wenn wir noch enchanten könnten, aber es fehlt uns halt leider Gottes noch ein Level dafür. Okay, 3 Spieler leben noch. Da hinten ist auf jeden Fall einer.
Enderperlen oder so haben wir auch nicht. Ich weiß nicht, da ist der andere. Okay. Ist nicht in die Lava gerannt. Ja, komm her. Ah, ja, bin im Bogenkampf. Ja, okay. Ja, naja, gut. War auch, glaube ich, nicht der fairste Kampf, aber das kann ich auch nicht entscheiden. So, Blöcke hat er auf jeden Fall auch bei. Ja. Ich denke auch, es ist ganz schön auf Hive, die Runden. Ach, wir haben so viele Pfeile. Ich hoffe, dass sie euch gefallen. Okay, wir können auf jeden Fall einen Bogen enchanten, ein Schwert auch, denke ich. Komm schon, Schwert enchanten, Schärfe. Wollen wir noch was enchanten? Warum nicht, Leute? Wir enchanten mal einfach noch unsere Schuhe. Schutz. Sind eh schon so OP gestackt, aber naja. Okay, mehr können wir eh nicht enchanten. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch sofort auf den guten letzten Gegner. Der ist auch ein bisschen langsam, oder? Okay, er stackt ja als wir von der Rüstung her. Aber ich denke nicht, dass er uns aufhalten kann. Wir könnten ihn jetzt schon runterschubsen, aber ich will irgendwie einen coolen Endkampf haben gegen ihn. Ja gut, er darf mich auch nicht runterschubsen, ist die Sache halt. Aber ich will lieber einen coolen Kampf haben. Okay, ich wette, ich vertraue den Leuten hier nicht. Ich glaube, dass der mich runter... Mystery Chest hat ihn unlockt. Guck mir kurz die Mystery Chest. Ja gut, ein paar FNS kann man immer gebrauchen. Einen Wolf. Warum nicht? Wir haben zwar keinen Knochen. Hatte der keinen Knochen? Nein. Da hinten, wir könnten uns noch mehr Pfeile machen, aber ich weiß nicht, Leute. Lol, wir haben auf einmal gewonnen. GG, Leute. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Und dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.